Und es dauert in der Regel etwa 15 Jahre zwischen der Forschung und dem Allgemeinwissen und Umsetzung im Alltag. Ohnehin schon 15 Jahre. Das Problem, was wir aber in unserer modernen Gesellschaft haben, ist, dass das Ganze noch einmal verschleiert wird. Und wer schleiert darum? Die ganzen Lobbys. Die Krankenindustrie, die Waffenlobby, die Tabaklobby, die Nahrungsmittelindustrie, die Medien. Ja? Das Ganze nennt man Neoliberalismus. Können Sie auf YouTube anschauen, da gibt es wunderschöne Filme darüber, über den Neoliberalismus. Dort lernt man, wie wir gesteuert werden. Früher war es so, dass die Strafgefangenen, die hatten so einen Klotz am Bein mit einer Fessel, damit sie nicht weglaufen konnten. Heute macht man es viel eleganter. Sie kennen das von den Verbrechern, die elektronische Fußfessel, ne? Die sieht so aus. Darüber werden wir heute gesteuert. Darüber wird der Konsum gesteuert. Ja? Kaufen, 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 kaufen. Ja? Die Leute arbeiten heute nur noch, um zu kaufen, zu kaufen, zu kaufen. Der gängige Amerikaner, die uns das alles vormachen, hat mehr Möbel im Depot als in seiner Wohnung. Warum? Weil er kauft und kauft und kauft und kauft, ja? Obwohl er es gar nicht braucht. Das ist ein Riesenproblem, was wir da haben. Und wie gesagt, die Medien, die uns eigentlich bilden sollten, so wie die Urania das hier tut, in den Medien laufen die Werbesendungen, die sind von den bestdotiertesten Psychologen, Psychotherapeuten, werden die Medien geortet, damit das richtig funktioniert. Ja? Also, die Konsequenz, die aktuelle Forschung zeigt ein ganz neues Bild von uns als Lebewesen. Und zwar, wir können sagen, der Mensch ist eine temporäre, eine zeitliche Ansammlung von Biomasse dieser Erde mit dem Ziel, die Evolution fortzuführen. Das Erste haben wir nicht kapiert und das Zweite haben wir vergessen. Ja? Dass wir dazu da sind, die Evolution fortzuführen. Das ist kein Selbstzweck, dass wir hier sind, sondern alle sind geworden mit der Evolution. Darüber müssen wir uns einfach klar sein. Und wenn wir das akzeptieren, wird das Leben sehr viel einfacher. Dann wissen wir nämlich, warum wir die Bakterien brauchen. Weil wir nur ein Teil von dieser gesamten Biomasse, von Mutter Erde sind. Und dann wird vieles einfacher und verständlicher. Und dieses System, Mensch, ist ein nichtlineares, selbststeuerndes, selbstregenerierendes und selbstreproduzierendes System, das in konstantem Austausch mit seiner Umwelt steht. Das ist die Epigenetik. Und dieses Selbstregenerieren und Selbstreparieren, das ist der innere Arzt. Das ist die Spontanheilung, die es immer schon gegeben hat. Nicht ich, der Herr Professor, heilt. Ich kann, wenn ich jemanden operiert habe, die Knoten zum Schluss noch so fein knüpfen. Wenn der einen schlechten Stoffwechsel hat, kriegt er einen Platzbauch und dann ist er nach 3 Tagen tot. Das heißt also, ich kann als Arzt dem inneren Arzt, dem eingeborenen, evolutionären Arzt, maximal helfen. Ich kann auch Schlechtes dafür tun, aber ich kann ihm helfen, dass es funktioniert. Aber wenn der innere Arzt nicht funktioniert, weil wir ihn sabotieren, weil er seinen Werkzeugkoffer, seinen Arztkoffer leer hat, weil er nichts mehr drin hat an Möglichkeiten, dann haben wir ein Riesenproblem. Es hat vor im letzten Jahrhundert jemand gesagt, nichts in der Biologie, und das ist ja unsere Medizin auch, nichts in der Biologie macht Sinn, außer im Licht der Evolution. Ja, Herr Dobzhansky. Man kann das etwas weiter fassen und sagen, nichts in der Gesundheit macht Sinn, außer im Licht der Evolution und der Umwelt. Wer hat das gesagt? Ich natürlich. Okay, also hier haben wir die Evolution. Das hat angefangen mit den Einzellern und damals sind die Bakterien und Viren entstanden. Und glauben Sie ja nicht, dass diese Herrschaften ausgestorben wären. Die sind übrig geblieben und alles, was sich dann entwickelt hat, ob das Pflanzen waren, ob das die Wiederkäuer waren oder ob es der Mensch ist, wir alle leben mit denen zusammen. Wir brauchen die. Es ist eine große Gemeinschaft. Und das ist unser Problem. Wenn wir diese Gemeinschaft so nachhaltig stören, wie wir das jetzt tun, wenn wir diese Arten, die Insekten umbringen und, dann fehlt in diesem gesamten System irgendetwas und dann treiben wir Sabotage daran. Da sind die schmelzenden Gletscher, sind nur ein kleines Symptom. Ich sage, das Ganze lief perfekt, ja, bis er hier kam. Ja, der hat angefangen, Ackerbau und Viehzucht zu treiben, Waffen zu machen, nicht nur um Tiere zu töten, sondern auch um den anderen umzubringen. Und dann haben wir eben immer weiter gewachsen und jetzt haben wir die Hochhäuser. Und das hier, was wir hier gemacht haben, ist nicht mehr artgerecht. Artgerecht heißt menschengerecht. Wir fordern, dass jeder Affe im Zoo artgerecht gehalten wird, vergessen aber den Affen in uns, der auch artgerecht gehalten werden muss. Und wenn wir nicht artgerecht gehalten werden, das heißt im Essen, in der Bewegung und so weiter, dann geht es uns nicht gut und dann werden wir krank, schlicht und ergreifend. Also, die Mutter Erde hat ein artgerechtes Biotop, in dem wir entstanden sind für uns. Und wenn wir das haben, geht es uns gut. Und wenn wir das nicht haben, geht es uns schlecht.
Das Ganze kann man zusammenfassen zu einer einfachen Grafik. Die natürliche Umwelt war für uns die Voraussetzung, dass wir entstanden sind. Dann haben wir ganz stolz und top, wie wir sind, eine technische Umwelt geschaffen. Und was noch dazu kommt, wir haben eine neue soziale Umwelt geschaffen. Und wir wissen dass heute, dass die soziale Umwelt für uns mindestens so wichtig ist wie die technische Umwelt. Ja? Mit dem Diesel, der Problematik, die Dieselpartikel und so weiter, ist das eine. Aber das andere ist, in was für Sozialverhältnissen wir leben. Lebe ich in einem guten Sozialverhältnis? Habe ich jemanden, an den ich mich anlehnen kann? Werde ich 3-4 Jahre älter insgesamt? Das ist nachgewiesen worden. Habe ich zu Hause eine toxische Schwiegermutter auf der Sofakante sitzen? Gehe ich früher ein? Das heißt, wir haben große Probleme, weil wir hier verloren haben und hier auch. Also das alles zusammen hält uns am Leben oder macht uns krank. Unsere Umwelt ist nicht mehr artgerecht. Und das ist auch der Grund, warum sich die Mehrheit der Menschen heute falsch verhält. Wenn man die Studien liest, und ich habe Tausende gelesen, dann ist immer 80 oder 90%, je nachdem, wo es darum geht, sind auf der falschen Seite. 90% bewegen den Hintern nicht ausreichend, 80% ernähren sich falsch, 80% haben Vitamin D-Mangel, im Winter sogar 90%. Das heißt, immer die Mehrheit. Und dann habe ich gesagt, kann ja gar nicht sein. Sind die Leute alle so dumm? Ich meine, ich bin Professor, ich bin besonders schlau. Aber alle anderen so dumm, dass sie sich falsch verhalten? Nein, mir ist klar geworden, nicht der Einzelne entscheidet sich heute falsch, sondern die gesamte Gesellschaft ist abgedriftet. Keiner, der heute geboren wird, sagt, hallo, ich möchte einen sitzenden Arbeitsplatz. Jeder kriegt einen. Keiner sagt, ich möchte die Wohnung über dem Fastfoodladen haben, weil es da so gut riecht. Aber um jede Ecke rum ist einer. Das heißt also, wir haben gar keine Chance, uns einfach anders zu entscheiden, weil wir in dieser Gesellschaft leben. Und das ist ein großes Problem, auf das ich noch zu sprechen komme.